Moin, mein Name ist Erik Horster. Ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit dem Schwerpunkt Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen einmal erläutern, warum Google eine so große Rolle im Bereich der Suchmaschinenwerbung spielt. Wenn wir uns die Marktzahlen angucken, dann ist Google dort fast Monopolist. Sie haben einen Marktanteil von rund 90%. Das schwankt von Jahr zu Jahr immer mal, aber das verändert sich nicht signifikant. Warum ist das so? Google hat relativ früh etwas richtig gemacht und den Algorithmus so zusammengestellt, wie es vorher keine Suchmaschine vor ihnen getan hat. Das bedeutet, sie haben eben nicht nur auf die einzelne Internetseite geguckt, sondern der Algorithmus hat sehr früh und das vor allen anderen Suchmaschinen auch das Netz der einzelnen Internetseiten untereinander betrachtet. Bedeutet, man hat geguckt, welcher Link führt zu welcher Seite. Und das wiederum führte dazu, dass die Suchergebnisse sehr viel besser und genauer wurden. Zusätzlich hat Google sehr schnell seine Hardware aufgebaut. Die haben Serverzentralen auf der gesamten Welt und die rechnen sehr, sehr schnell die Suchergebnisse, was wiederum für den Nutzer sehr angenehm ist, wenn er nicht lange auf ein Suchergebnis warten muss. Und die dritte Säule des Erfolgs von Google ist die Monetarisierung. Das ist das, was wir hier in diesem Kurs primär behandeln, nämlich die Google AdWords. Das heißt, Google hatte sehr schnell ein Konzept, wie sie ihren Algorithmus zu Geld machen können. Und diese drei Komponenten, Software, Hardware und Monetarisierung, sind der primäre Grund des Geschäftserfolgs von Google.